So, weiter geht's heute mit F1 2020 mit dem nächsten hoffentlich erfolgreichen Rennwochenende nach Platz 4, also gerade Platz 4 in Frankreich. Geht's heute mit dem großen Preis von Spielberg, also beziehungsweise aus Österreich, weiter. Und zwar wirklich der Grand Prix von Österreich und nicht der Steiermark oder sonst irgendwas. Jo, gucken wir mal, was wir hier so haben. Also, wir haben ja genug wieder Geld ohne Ende. So, dann versuchen wir mal ein bisschen was zu machen. Ich warte jetzt ein bisschen mit dem Geld, weil ich will gerne nach dem Grand Prix Mick Schumacher verpflichten. Ich bin unzufrieden mit meinem zweiten Fahrer, definitiv sogar den Punkt und hoffe, dass ich mit Mick nochmal einen zweiten Schub kriegen kann. Naja, wie dem auch sei. Gucken, was wir hier so haben. Gut, das ist aber Zielfähigkeit, 2 Millionen. Ich habe Zielfähigkeit. Naja, wie immer sagen, wir haben 3,1 Millionen, 3 Millionen am Konto. Und wir gehen rein ins Rennwochenende, müssen wir noch kurz was runterbringen. So. Gibt nur gutes Geld. Gehen wir rein ins nächste Rennwochenende hier in Österreich. Die neuen Teile wurden ohne Probleme fertiggestellt. Beim nächsten Rennwochenende werden sie eingebaut sein. So, Reimauswahl, wir fahren die weichere Variante in Österreich und gehen ins nächste Rennwochenende. So, let's go ins nächste Wochenende. Hier wollen wir natürlich wieder ein gutes Ergebnis holen, wieder viele Punkte fürs Team. Mal gucken. So. I've had a chat with Carl about the new parts and we're happy that they've been integrated into the car okay. With any luck, you'll be able to feel the improvement, so give them a try. Mal gucken, wie das Wetter ob wir Training 1 trocken, Training 2 trocken, Training 3 trocken, kurz Qualifying trocken und das Rennen auch trocken. Also komplett trocken, das Rennen machen wir ja sehr gut. So, dann gehen wir mal auf die Strecke. Eine der kürzesten auch von der Zeit her. Neben Kanada und Brasilien übrigens. Let's get a few laps under our belt. So, dann versuchen wir mal was hinkriegen, ein gutes Ergebnis hinbekommen. So, da ist einer direkt mit rausgeschliffen, das dürfte ein Haas sein. To keep an eye on your tire temperatures, which you can do on the temperature panel of the MFD. We monitor carcass temperature and surface temperature, and you'll get the best performance when they're both inside a normal operating window.
Surface temps tend to fluctuate faster, so try a few laps with the data open and get a feel for how to control them. So, schauen wir mal, was wir hinkriegen, was die Zeiten betrifft. Na, Wolf. So, zu konzentrieren. Ich denke, wir sind einer der kürzesten. So, es sieht doch Richtung Bestzeit aus. Zumindest der erste Versuch. Minute 8299 ist die erste Zwischenzeit. Ja, aber ich glaube nicht, dass das reicht, um vorne zu, auf vorne zu bleiben. Okay, und überholen ist schwierig. Nur eine Runde zu setzen. Das ist Sektor 1 jedenfalls. Letzte Sektor ist weggeschmissen. We're low on fuel. Box in the next two laps, please. Ich versuche nochmal eine Runde zu setzen. Alle klar mit der Bestzeit. 1 auf 2, also knapp vor uns. Auf Medium. Come in this lap, please. Box this lap. When driving with the pit assist disabled, you'll need to be mindful of your speed when entering the pit lane. Vielleicht kriege ich die Runde noch mitgenommen.
Watch the on-screen prompts that show your target speed and distance to the limiter line. Und es ist wieder eine Bestzeit, ziemlich gleich auf, was Leclerc gebracht hat. Naja, mal gucken. Im ersten. Ja, jetzt haben wir keinen Sprit mehr. Okay. Und jetzt sind wir durch beim ersten Training. Die 1 wird es definitiv nicht. Heute wahrscheinlich vorne stehen. So. So, nochmal eine Bestzeit zu setzen. Aber dann erst am nächsten Training. Weil wir vor uns durch sind. Ja, da. Selber schuld. Dankeschön. Wer war auch immer das war. Ich will in die Box und der haben ins Auto. Hat er mir schön den Wrongwing kaputt gefahren. Also da muss man ein bisschen wegbleiben von der Linie. Ich war klar unterwegs in die Box. Have set us back a little. So. Aber ich würde mal überspringen, dann sind wir nämlich durch. Vettel wieder, der nach mal nachlegt. Und Verstappen nochmal, also es ist knapp. Ja, ich bin zufrieden mit dem Teamkollegen, das heißt, könnte wichtige Punkte nehmen. Ich hoffe, dass wir dann in der neuen Saison das was haben. Der zweite Podiumspass ist unser gestern draußen. Also. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir uns noch einmal die drei Bestplatzierten an. Verstappen, Vettel und Richards. Was für eine unglaubliche Trainingssession. Aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. Ja, die Frage ist, wen kriegen wir, ne? Müssen wir mal gucken. Ob ich Schumacher kriegen kann, den versuche ich natürlich zu holen, oder ob wir nochmal einen anderen versuchen. So, Training 2. Und ich muss mal ganz kurz vorhin, ich komme sofort wieder.
So, weiter geht's heute mit Training Nummer 2. Dritter am ersten freien Training, das kann ich mal so schlecht, also wir sind wieder mit dabei vorne. So. DRS will be offline. There's a fault with the rear wing system. Stay out. We can work on a fix remotely. Ich hoffe, dass wir das jetzt gleich gefixt haben, weil sonst wird das schwierig werden mit einer guten Zeit. Ja, ist immer noch kaputt. Ja, gut, okay. Ist halt schwierig, wir kriegen keinen DRS. Und dementsprechend verlieren wir richtig Zeit auf der Geraden. Klar, die Bestzeit ist jetzt... die Zeit jetzt würde jetzt irrelevant sein. Es fehlt halt das eine oder andere Zehntel. Das zeigt Grosjean 1.07.07. Die wir jetzt schon mal nicht knacken können, wie gesagt, weil uns halt genau diese Zeit fehlt. So, ich versuche mal gerade wieder ein bisschen was abzuschalten. DRS is offline. The rear wing is down, so you can stay out while we work on a fix. So, das Team arbeitet natürlich dann. Aber das wird definitiv ein Rückschlag werden in diesem zweiten Freitraining, wenn das mit dem Heckflügel nichts wird. Dann hängen wir zwischen den beiden Haas. So, ich werde jetzt ein bisschen standard mit dem Gimmicks fahren. Da wir eigentlich gerade nur ein bisschen normale Runden fahren können. Wenn wir gleich nochmal rein müssen. Nochmal unser Reifen verbraten dürfen. Weil so wird es definitiv nichts mit einer guten Performance für dieses zweite Freitraining. So, versuchen wir es nochmal. Das ist bewusst nochmal. Das sollten wir uns nutzen. Da sollten wir nicht zu schnell sein, sonst gibt es das ganz, ganz schnell mal eine Zeitstrafe.
So, versuchen wir es nochmal. At some point before qualifying, let's get our track acclimatization program complete. It'll help us identify any specific problem areas on the circuit. So, was sollen wir nochmal das Gesetz bekommen? So far, our fastest lap is a 1 minute 7.9. So, ich komme jetzt gleich nochmal raus. Ich versuche nochmal eine Fliege und eine Runde zu setzen. So, voll auf das Fettgemisch und dann gib ihm. Jetzt läuft das. Der ist auch wieder. Ups, das war keine Absicht. So, jetzt ist es richtig wieder. Ich hab die falsche Taste gekommen. Man hat auch P4 hinter Grosjean. Oh Gott, ich weiß nicht, wer da vorne liegt. Set Fuel Mix 1, if you want to save the engine for the race. Ich habe neuen Motor drin, also da ist es gut. Vor mir dürfte ein Red Bull sein. Das ist Albon. Der Side-Vektor an 1 und 2. Ich denke mal, mit einer 5 verfettelt sich noch dazwischen gesetzt, aber mit dem Medium. Zeigen zwar es auf Soft, okay. So, bin ich vorbei. Siehst du, Louis, so kann man das machen. Man muss ihn nicht an der Ecke abschießen. Das hat er nämlich getan im ersten Rennen. Zweite Sektor war sogar violett, aber die Gesamtzeit wird es nicht. So, dann sind wir durch mit dem zweiten freien Training der Saison. If you want to know specific information or make certain changes to the car during a pit stop, you can tell me what you want over the radio. Press and hold the radio button to activate the system, and you can either speak the command or select it manually from the radio screen that will appear on the multifunction display. While the radio is active, cycle through command groups with the MFD button. Ein Stückchen trinken. So, damit sind wir durch.
Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Richards, Vettel und Charles Leclerc. Leider müssen wir uns schon verabschieden, das freie Training ist vorbei, aber wir werden in Kürze mit mehr Formel 1 Action für Sie zurück sein. Ja, auf geht's. Nächste freie Trainingsplätze heute. Eins haben wir ja noch vor uns, das dritte nämlich noch. So. Gut. Weiter geht's mit dem dritten freien Training. Versuchen nochmal auf den Roten was zu reißen. Einsatz haben wir ja noch. Das heißt, wir können maximal 3 Runden fahren. Ist ja ganz so ziemlich zuzuziehen. Während mir gerade die Sonne hier ins Gesicht scheint, also die richtige Sonne. Schon schwierig, ein bisschen zu fahren, so. Ja, gib ihm. Toll, mit einer absoluten. Haben Sie noch gesehen, was er gefahren ist? Jedenfalls haben wir sie gepulvert mit der 1608. Ja, also 68, Entschuldigung. Ich glaube nicht, dass er noch meine Bestzeit gesetzt bekommen. There's 3 laps of fuel remaining. Viel zu weit rausgekommen. Nee, das war zu viel.
Jetzt müssen wir sie abbrechen, weil jetzt ist das Thema durch. Wir uns jetzt Williams. Den was wir mal ziehen lassen. Ich hatte mal bewusst, dass ich jetzt mal wegfahren. Damit ich nicht irgendwie in die Quere komme oder jetzt wieder eine 5-Plätze-Strafe gibt. Weil ich fast glaube, dass der Renault, der mir da im ersten freien Training ins Auto gefahren ist, dass der, glaube ich, eine gekriegt hat. Weil ich habe keine bekommen. Weißt du, wer eine bekommen hat? Weil ich bin hier nur normal die Linie gefahren. Die Box, ja, die bestattet sich natürlich mit der normalen Rennlinie, aber wenn man sieht, dass ein Auto ist, dann muss man da ein bisschen aufpassen. So, ab in die Box, damit sind wir durch mit dem freien Training, liebe Leute. So, ja, der Abstand ist ziemlich deutlich. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Verstappen, Richards und Lewis Hamilton. Das war's, das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. Ja, das war's auf jeden Fall. Wie gesagt, immer vorne mit dabei. Ich hoffe, dass wir das im freien Training dann, beziehungsweise im Qualifying und im Rennen mit nach Hause bringen können. Ein toller Tag. Wie denken Sie darüber? Sie haben sich heute im Training richtig verausgabt. Testen Sie neue Komponenten? Sprechen wir doch einen Augenblick über ein anderes Team. Wie hat es sich heute geschlagen? So. Naja, mal gucken. Das war dann alles. So. Gut, dann haben wir's. Qualifying steht als nächstes an. Dann haben wir schon Saison-Halbzeit, liebe Leute. So. Gucken, was die Wochenendvorschau sagt. Jo, gut. Okay, dann sehen wir uns wieder morgen um 14 Uhr. Bis zum Qualifying. Bis dann.